So, heute sind die Blutwerte endlich da und die Tierärztin hat sich gemeldet. Also, der Willi hat EMS. Das heißt, dass er jetzt erstmal 6 Wochen in der Box bleiben muss, damit er seine Hufe nicht verliert und kein Ausschwung stattfindet. Das ist natürlich alles bitter, aber dafür braucht er nicht in die Klinik. Wir haben gemeinsam Rat gehalten mit der Besitzerin und Tierärztin, wie es weitergeht. Er muss strengste Diät halten, ganz karges Heu, bisschen Stroh, Salz, Fleckstein, Wasser, Feierabend. Und ich werde ihn dann in der Box belustigen. Er ist natürlich sehr nervös und auch aggressiv durch die Schmerzen immer noch. Er bekommt jetzt auch 6 Wochen Schmerzmittel.